Darmstadt habe ich jetzt die Innenstadt eigentlich mehr oder weniger erlebt. Ich habe in der Anfangszeit viel in Hotels gelebt, die Stadtnähe hatten oder Stadtmittennähe hatten. Das eine oder andere nette Café mal zu finden, wo man dann nochmal Zeit verbringen kann, ja, da bin ich noch auf der Suche. Ja klar, war die Entscheidung nicht unbedingt so leicht, auch dann nochmal den Verein zu wechseln. Aber dafür tickt mein Fußballerherz noch zu groß, dass ich Fußball spielen will. Bei Kiel hat sich das so ein bisschen angehört, dass meine Laufbahn schon nach dem Fußball geplant wird. Und daher will ich jetzt erstmal Fußball spielen und das kann ich jetzt zum Glück in Darmstadt noch weitermachen. Von der Mannschaft her, ich glaube, die hat mich endlich vom ersten Moment auf gut aufgenommen. Ich meine, war ja sehr kurzfristig vor dem St. Pauli-Spiel, dass sie mich überhaupt auch kennengelernt haben, dass ich dazu gerutscht bin. Und dass sie mich halt trotzdem gut aufgenommen haben, ist auch nicht selbstverständlich. Von daher eigentlich eine super Truppe hier. Wir haben gegen zwei Top-Clubs 6 Punkte eingefahren in der Liga. Und klar gibt das so einen schönen Aufschwung in Darmstadt, aber ich denke auch, man sollte sich trotzdem nicht darauf ausruhen. Auch wenn wir jetzt gut Luft nach unten haben, darf man natürlich jetzt nicht sich darauf ausruhen, weil die Saison ist trotzdem noch lang. Ein paar Siege brauchen wir noch. Ich denke, da sollten wir gleich das nächste Spiel anknüpfen, dass wir da auch direkt weitermachen, wo wir aufgehört haben.